Hallo liebe Leute, schön, dass ihr so leid mit dabei seid. Es ist wieder Krypto-TV-Zeit. Ja, kurzfristig habe ich die Information gekriegt, dass unser Reichskanzler in unsere schöne Stadt Salzburg reingeschaut hat. Und ich habe kurzfristig meinen Hut aufgesetzt, ganz kurzfristig. Na da schau her. Damit man und sogar rote Sakko angezogen, Österreich-Farbe, jawohl. Brav, brav. Damit der Herr Kurz dann auch etwas für sein Auge hat. Also für Leib und Wohl und für Ansehnlichkeit ist gesorgt heute. Er hat sich heute mit unseren Haslauer getroffen. Was die da belabert haben, naja, das wird schon nichts Gescheites sein. Aber zumindest schaut jetzt dann weiter in unser schönes Mozart-Kino, wie wir in unserer Zeitung lesen haben können. Und da habe ich kurz überhand meine Kamera geschnappt. Dann haben wir gedacht, das schauen wir uns halt mit euch gemeinsam an. Weiß ich, da wollen wir so viele Leute, scheinen vielleicht da irgendwelche Ziergänger zu sein oder wollen sie sich kurz in die Beine vertreten, was auch immer. Schauen wir mal, sind wir gespannt, was uns vorhin erwartet. Ob es so mutig ist, unser Kanzler, dass er mal kurzerhand die Masken abnimmt. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir mal, was uns vorhin erwartet. Bis gleich. Ich sage ihm über kurz wie lang. Er hat ja schon lange mitgesetzt. Das haben alle Politiker. In Deutschland werden es ausgemerzelt, verschrödert und vergaukt. Der Söder, die nächsten. Verschrödert. Der Söder hat ja so viel Gold. Wir hatten auch einmal einen Herrn Schaden in Salzburg. Ja, den haben wir immer so Dachschaden genannt. Schaden, Klammer auf, Dachklammer zu. Dachschaden haben wir ihn immer genannt. So viel zu den politischen Namen heute, gell? Und in Hallein hat es einmal einen Bürger gegeben, der doch auch kurz geheißen, glaube ich. In Hallein einmal, vor vielen Jahren. Achso, in Hallein, das genau. War es jetzt. Da, und da weiß ich noch, und da hatte mal eine Reporterin, die hat ihm eine Frage gestellt und hat sie gesagt, und über kurz wie lang, das hat ihm dann auch nicht gepasst. Was der war sein Name kurz. Hat er sich veräppelt gefühlt? Hat sich veräppelt gefühlt. Oder verarscht. Ja, so weit wollen wir gehen. Na, wir bleiben auf dem kurzen Weg. Ja, wir bleiben am kurzen Weg, Also da vorne ums Eck, knapp am Mozart-Kino, wird schon ein bisschen lauter wie hier. Mal schauen, ob das etwas mit kurz zu tun hat. Warte, ich muss mal die Linsen putzen. Oh ja, schaut aus, als wenn wir richtig waren. Presse ist fleißig vertreten, wie man sieht. Na ja, dann können wir ja mal schauen, was da halt uns alles erwarten wird. Da vorne haben wir Fight Every Crisis. Schönen guten Tag. Naja, aber Sie können genauso dann uns dann die Daten und werden wir dabei. Was machst du jetzt mit dem? Wieso filmst du uns? Ich bin von der Presse, ich bin von Krypto-TV. Krypto-TV? Ja, genau. Also, keine Sorge, ich bin von keinem öffentlichen oder privaten Medium. Ich bin von investigativen, also ich filme halt investigativ. Ich verzehre nichts, ich bringe es so, wie es ist. Warum? Wofür machst du das? Ich sammle jetzt mal die Eindrücke über kurz oder lang, was uns da erwartet. Ich bin immer überall dabei, wo ich noch kann. Und gebe ein objektives Auge, das heißt investigativ. Also bitte objektiv bleiben. Wir wollen uns da nicht irgendwie parteipolitisch oder so. Super Sache, bin ich auch dafür. Ja, ja. Es geht um die Menschlichkeit einfach.
welche Partei auch immer. Ja, genau. Man, Parteien werden wir bei Weitem nie etwas erreichen. Oder auch welcher Anführer welcher Partei. Also ist uns völlig wurscht. Hauptsache die Politik ist endlich, dass sie sich mit dem Klima beschäftigt. Ja, es gibt viele Baustellen, gell? Ja, ja. Unsere Baustelle ist Klima. Punkt. Fertig. Es gibt ja nicht nur Corona, sondern es gibt mehr, wo wir eigentlich anpacken sollten. Wir positionieren uns nur fürs Klima. Super, dass du das auf alle Fälle. Natürlich. Ich bin zwar, ich bin kein Printmedium, ich bin auf videotechnischer Basis unterwegs. Ja, wenn du selber das dazu bringst, dass das betont wird, dass wir uns nicht parteipolitisch, sondern nur fürs Klima engagieren. Oder auch nicht. Finde ich anständig. Okay. Gute Idee und viel Erfolg. Danke. Das wird wahrscheinlich dann wieder der Lukas Alt sein, was der von Verkehr. Der wird das mitorganisieren, weil das sind auch immer mit den Critical Mass, mit den Radeln unterwegs. Und vor allem. Schaut mal, da sind wieder ein paar Leute, die was glauben, mit Steuern kann man die Umwelt retten. Erhöht die Steuern, dann können wir die Umwelt retten. Entmachtet die Menschen, versklavt sie, damit die Umwelt gerettet wird. Ja, genau, das passiert nämlich so. Mehr Steuern, hey! Wir müssen uns komplett ausnehmen mit unseren Steuern, dann können wir die Umwelt retten. Scheiß auf den alten, guten Umweltschutz. Klima-Lockdown. Ja, ganz genau. Ja, Steuererhöhung. Um das 500-fache. 1 Euro nur noch Reingewinn bei der Arbeit. Dann haben wir die Umwelt gerettet. Da ist ja der Lukas Holz. Habe ich es doch gewusst. Wo? Ja. Da, von Verkehr. Mit denen habe ich früher viel partnermäßig zusammen gemacht und dann bei Corona ist er ausgestiegen. Occupy-Bewegung Salzburg habe ich mit dem zusammen gegründet gehabt 2008. Ist dann zu den Grünen gegangen und dann hat es aufgehört. Ja, die merken echt null in dem Hirn. Erhöht die Steuern, 500%. Entmündigt die Menschheit, dann können wir die Umwelt retten. Genau. Scheiß auf den guten alten Umweltschutz. Wir brauchen keine Bäume mehr retten, keine Flüsse. Wir müssen nur die Steuern erhöhen, dann ist der Kass gegessen. Jetzt kommt der Eiermann. Aber da haben wir alle null Eier. Wir sind impotent, weil sie die richtigen Vorratersorten haben. Und weil alle so dienstsam sein müssen.